Ja, hallo Leute, hier ist wieder euer Sibi von Sibi Like Trains. Heute möchte ich euch nur kurz zeigen, wie ich meinen Gleisplan auslege und mal gucken, wie groß das Ganze wird und schauen wir einfach mal. Macht's gut, bis gleich. Ja, liebe Community, so sieht das Ding jetzt mal fertig aus, ausgelegt. Wie gesagt, schon ganz schön groß. Also nimmt die komplette Breite weg. Tiefe ist so 1,50, habe ich ja gesagt. Und das war gigantisch. Ja, hallo Leute, hier mache ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen was mit Windtrack 13, wo ich diesen Gleisplan auch mit gemacht habe. Was ihr hier seht, ist meine Paradestrecke. Diese graue geht hier so einmal rum und einmal hier rum zum Bahnhof hin oder einmal hier rum wieder zurück parallel zur Paradestrecke wieder hier in diesen Wendel rein und dann wieder zurück. Wenn der Zug hier rauskommt, wie gesagt, kann ich einmal hier zum Bahnhof fahren und einmal hier zurück. Wenn ich aus dem Bahnhof komme, wird das Außengleis sein. Dann kann ich einmal hier wieder diese Paradestrecke fahren oder halt einfach direkt kurzerhand wieder diesen kürzeren Weg und brauche diese Schleife da oben nicht zu fahren. Bahnhof seht ihr hier vorne, das blaue Bahnhofsgelände, Bahnhof, Haltestellen, da kommen noch ein paar Stellsachen hin, ein paar Häuser und so was. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau, wie ich das basteln möchte. Das ist meine Regio-Strecke und ihr seht hier oben, dass sie ein bisschen was anders aussieht, wie die ich ausgelegt habe. Das liegt einfach daran, dass mir das nicht so ganz gefallen hat, weil ich keine Möglichkeit hatte, hier vielleicht noch irgendwo eingreifen zu können, um irgendwo basteln zu können. Das habe ich noch nicht so ganz raus, wie ich das lösen möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, dann habe ich hier oben links und rechts in der Ecke die Gleiswendel, die dann diese Paradestrecke da oben, Quatsch, Bergstrecke, verbinden. Die gehen aus dem Bahnhof raus, hier hoch, darum über den Gleiswendel wieder in den Bahnhof rein. Die rechte Seite, diese hier, soll so ein bisschen als Schattenbahnhof dienen. Ich habe den jetzt nur mal viergleisig gezeichnet. Der wird ja wahrscheinlich wohl sechsgleisig und dann geht er weiter runter auf diese Platte, die ich dann noch habe. Was ich da aber mache, weiß ich noch nicht so ganz genau, da bin ich noch nicht so ganz einig mit mir. Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal mit Windtrack gesehen, wie ich es gemacht habe. Und ich kann den noch mal ein Stückchen weit größer machen. Allerdings fliegt er dann so halb aus dem Bild, aber dann ist er vielleicht besser zu erkennen und zu sehen. Gut, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ja, nachdem ihr jetzt meinen Gleisplan ausgelegt gesehen habt und auch meinen Gleisplan bei Windtrack, will ich hoffen, es hat euch gefallen. Mir ist persönlich noch was ganz wichtig, ich möchte jetzt hier mal Danke sagen und zwar möchte ich dem Sascha von Saschas Moba-Traum mal Danke sagen, der hat mir also super viel geholfen, hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden, grundsätzlich ist das so ein bisschen sein Gleisplan, weil er hat mir seinen zur Verfügung gestellt und wir haben ihn komplett umgebaut, aber noch einige Sachen übernommen und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil mir seine Anlage super klasse gefällt. Ist noch ein bisschen anders wie meine, aber grundsätzlich sind da gleiche Züge drin zu sehen. Wie gesagt, Sascha, vielen lieben Dank. Ich werde mich auf jeden Fall erkenntlich zeigen und ich werde auf jeden Fall den Link unten reinschreiben. Würde mich freuen, wenn er mal auf seine Seite geht und ihm auch mal einen Daumen hoch da lasst. Sehr interessante Seite, macht er echt gut. Ich sag mal Dankeschön, ich sag mal Tschüss.
bis zum nächsten Video. Hat mich wieder gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, sage Tschüss, euer Sibi von Sibi Like Trains. Bis dann, ciao.